So, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Neverwinter. Weiter geht es hier mit unserer kleinen Elfin, die wir ja letztes Mal auch schon gespielt haben und die wir auch schon kräftig feiern lassen haben. Und wie wir sehen, hat unser alter Questmann Nox schon wieder ein paar Aufgaben für uns. Die Protectors Enclave braucht eure Hilfe. Oder auch nicht? Naja, nicht wirklich. Okay. So, was haben wir denn da noch stehen? Spur der Krone. Gefreit Häuptlinge in Schwarzseeviertel treffen. Das ist unsere Aufgabe. Und das machen wir jetzt auch mal. Das heißt, wir zögern jetzt hier gar nicht und laufen einfach direkt mal weiter. Denn ich wollte ja die Quests unbedingt hier noch erledigen. Wir sind ja erst Stufe 5. Oh, guck mal, da läuft Zelda. Hey, Zelda. Hallo. Bleib doch mal stehen. Hau doch mal den Busch. Nein? Langweilig. Naja, Zelda will eben nicht. Komm schon, Zelda, mach mal was. Nein? Schade. So, dann stellen wir uns mal hier an die Tür, wo irgendwie alle gleich aussehen. Warum? Sind das NPCs, die hier gleich aussehen? Ist der Kill the Lord? Nein, ich glaube ja nicht. Aber die sehen alle gleich aus. Irre. So, dann gehen wir da aber mal rein. Wohin muss ich denn? Ach ja, ein Seeviertel war es, ne? Friedhof, Abgrund. Black Lake. Aha, dahin, denke ich mal. Okay, also los. Einmal hier in den wunderschönen Ladescreen. Und da sind wir. Oh, hier sieht es aber viel dunkler aus als da drüben. Huch. Wer war das? Warum? Achso, hier, dich sollte ich doch treffen, habe ich gehört. Bewegt euch in diesem Viertel äußerst vorsichtig. Black Lake ist dieser Tage nur noch die Heimat der Verzweifelten und Verstoßenen. So, dann schließen wir erstmal die eine Quest ab. Na, aber hallo, ihr seid Juwelier gestatten, bla bla bla, den Namen kann ich nicht lesen, deswegen versuche ich es gar nicht erst. Gefreiter der Stadt, Neverwinter, Soldat des Feldwebel Nox, Ergründer der tiefsten Geheimnisse und Jäger der dunklen Gestalten. Ich wusste nicht, dass ihr kommen würdet. Aber ich freue mich sehr auf unsere Zusammenarbeit. Nach meinen Informationen hat euch Feldwebel Nox auf die Spur von Gotham Cooper gebracht. Gotham klingt so nach Gotham irgendwie. Naja, egal. Ich habe Neuigkeiten zu seinem Verbleib. Aber ich befürchte, sie bedeuten nichts Gutes. Okay, das klingt ja scheiße. Okay, dann machen wir das hier auch gleich mal. Durchsuchen Sie Gotham's übliche Verstecke nach Hinweisen auf seinen aktuellen Standort oder Aufenthaltsort. Unsere heißeste Spur zu Kasov und der Krone ist ein, Beutelschneider namens Gotham Cooper. Gotham. Sitzt so drin, ne? An dem Diebstahl beteiligt war. Ich habe einige seiner notorischen Verstecke auf eurer Karte markiert. Schaut euch diese Orte näher an und haltet die Augen nach Hinweisen über seinen Verbleib offen. Okay, machen wir. Alter Gefreiter. So, was kann man denn bei euch so machen? Hallo, Jagd auf die Armen. Wie sollen wir dieser Stadt mit ehrlicher Arbeit unseren Lebensunterhalt? Na, egal. So, was müssen wir hier machen? Holen Sie das Diebesgut von den Nashern zurück. Das muss ich, glaube ich, nicht groß lesen. Ihr könnt ja so die Nebenquests selber mal lesen. Ich muss ja nicht alles vorlesen, oder? Oh, ja, danke. So, den haben wir nochmal Bericht gegeben und wir haben uns ein bisschen Wissen angeeignet. Was macht er hier? Hallo, wer bist du? Ich klicke da mal gerade ganz kurz durch. Oder vielleicht hätte es ja auch nicht machen sollen. Was sind das Geschichten, die ich in der Viertel gehört habe? Ach ja, genau. Habe ich eben gerade nur ganz kurz beim Einloggen gelesen. Jetzt können die Spieler hier wohl auch irgendwie Geschichten schreiben oder irgendwie sowas. Finde ich ganz cool eigentlich. Also für die Leute, die den Bock haben, hier wirklich extrem Rollenspiel zu betreiben, ist das natürlich unglaublich toll. Somit können die sich ja auf den Server dann auch mal einen Namen verschaffen. Finde ich gar nicht schlecht. Finde ich eine gute Sache. So, aber wir sollen jetzt hier ein bisschen Zeugs machen. Und zwar Diebesgut zurückholen. Und den Aufenthaltsort suchen. Ah, hier, das ist wahrscheinlich Diebesgut, würde ich mal tippen. Oder? Hallo? Hinweis gefunden. Ach nein, das war einer seiner Aufenthaltsorte. Und da ist schon der nächste. Was haben wir denn hier? Ein Hinweis.
Gut, Hinweis gefunden. Gealtert Gegenstand, abweisende Notiz. Achso, man bekommt die auch. Juhu. Ausrüsten, man kann die ausrüsten. Warum? Diese Notizen. Naja, egal. So, wir suchen jetzt einfach mal ein bisschen Zeugs. Hier drin ist irgendwo noch einer. Das hier, bist du ein Hinweis? Ich glaube nicht. Das wird irgendwo ein Zeug zum Looten. Ach nein, wir müssen ja mal auf alles gehen. Mist. Ich will hier durch. Kann man nicht durch, Mist. Oh, da kämpft einer, da kämpft einer, da kämpft einer. Ich helfe mal. Bams. So. Yeah. Weil wir müssen ja eh hier hin. So. Ziel erfüllt. Und den Verdächtigen haben wir identifiziert. Und jetzt müssen wir aber noch den anderen Spaß machen. Nämlich Diebesgut holen. Und dazu müssen wir erstmal Leute killen. Aber hier ist so viel los irgendwie. Ich habe so das Gefühl, wir klauen uns die alle gegenseitig. Alter, macht der einen Damage. Der rotzt die einfach mal instant weg. Meine Güte. Der. Such. Da hinten stehen noch welche. Die müssen wir uns schnell und heimlich holen. Mist. Das sind ja auch Spieler. Das ist so voll hier. Kann man irgendwie die Server wechseln? Also das ging ja in Terra beispielsweise. Das könnte hier was sein. Instanz auswählen, das müsste doch eigentlich was sein, oder? Was? Huch! Wer hat denn hier so komisch geredet? Oh, da sind sie gerade gespawnt und aus dem Boden gesprungen. Zack, zack, yeah! Und wegschnetzeln und hier einmal hochporten. Zip. Oh, da kommen noch mehr. Das wird doch Zeit für unsere Mega-Super-Power-Attacke hier. Zack, zack, zack. Yeah. Alle mal weggemeuchelt. So, da haben wir irgendwas Unidentifiziertes gefunden. Einen kleinen Heiltrank noch. Das war ein bisschen Geld und das auch noch Geld. Und jetzt haben wir trotzdem erst zwei von den Gegenständen. Bist du Diebesgut oder bist du ein Hinweis? Ach, das ist Diebesgut, glaube ich. Alles. So, jetzt respawn mal bitte. Ach, da drüben, oder? Ja. Das Ziel ist außerhalb der Reichweite. Mimimi. Und schnetzeln. Yeah, geil. Durch einen Blick auf ein unbekanntes Objekt und auswählen von identifizieren können dessen Werte angezeigt werden. Aha. So, zwei noch. Ja, die reden so seltsam. Mutti. Zack, zack. Oh, da ist noch einer. Zack, den auch nochmal eben besser ins Gesicht. Die hatten nur leider kein Diebeszeugs dabei. Das ist natürlich blöd. Ah, da sind die nächsten. Yay! Zack, zack. Also diese Dolche sind echt der Hammer, muss ich sagen. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und da haben wir die nächsten. Und eins noch. Ein letztes. Und. Komm. Her damit. Nein, die hatten auch nichts dabei. Jetzt ist meine Maus wieder so schnell. Ich habe die wieder schneller gestellt. Da. Juhu. So, da haben wir unsere Aufgaben erfüllt. Und jetzt einmal schnell zurück. Können wir mal ein Stück springen hier. Up, up. Jetzt brauchen wir die Ausdauer ja gerade nicht. Hallo. Ich bin fertig. Oh, möge. Oh, jetzt ist die Masse extrem lang. Ja, so ist besser. Die wenigen Waren werden euch sicher nicht sehr wertvoll erscheinen, aber für die Armen des Viertels können sie den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen. Wenigstens für eine Weile. Na, immerhin. So, wir kriegen aber auch noch ein bisschen was. Lala. Und, hier.
Die schriftliche Nachricht, die Leichen, der Schlüssel zu den Abwasserkanälen, das lässt alles nur einen Schluss zu. Goffin Cooper wurde von den berüchtigten Todesratten entführt. Was? Todesratten? Kannst du mal nachgucken? Bewegt euch in diesem Viertel. Ja, das hatten wir ja schon. Oh, ich bin Stufe 6. Yay! So, überfallen sie den Hort der Todesratten um. Scheinbar wollen nicht nur wir von Goffin erfahren, wo sich Kasvok und die Krone befinden. Die Todesratten, eine Bande widerlicher Wehrratten, haben ihn entführt, um die Information und der Folter aus ihm herauszupressen. Die Nasher haben Goffin sein Schicksal überlassen. Gelingt es uns, ihn zu retten, erhalten wir vielleicht im Gegenzug die Information, die wir brauchen. An der Hort der Todesratten ist hier in den Abwasserkanälen. Oh Mann, geh doch selber dahin. Ich werde uns, was? Ich werde einen uns bekannten Eingang auf der Karte verzeichnen. Aber nehmt euch in Acht. Goffin wird ohne Zweifel tief in ihren Hort gefangen gehalten. Oh Mann, So, wir haben einen Levelaufstieg und da gibt es irgendwas Neues. Wenn die Schrift nicht so unglaublich klein wäre, also das kann nicht mal ich lesen und ich habe eigentlich schon gute Augen. Moment, ich komme mal mit dem Mikrofon dichter ran. Sie haben ein Kraft und irgendwas erhalten. Ah ja. So, verfügbar bei 5 Punkten. Und 5 Punkte habe ich ja jetzt, oder? Steht das irgendwo? Weiß nicht. Unsichtbarkeit. Drücken Sie die Tabulator-Taste, um die Fähigkeit Unsichtbarkeit zu aktivieren. Okay. Cool. Also, wir können uns jetzt unsichtbar machen. Was macht das denn? Kurzzeitig mir unbemerkt fortzubewegen, Schatten verstecken, Kampfvorteil, Kampfvorteil. Okay. Achso, doch nicht verfügbar. Kann ich das auskillen? Oder muss ich 5 Punkte dazu überhaben? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich weiß es nicht. Hallo? Achso, das ist bei 10 Punkten verfügbar. Ich habe da geguckt. Okay, dann gucken wir hier nochmal kurz. Gewandt der Schlag. Ihr prescht hinter den Gegner und verursacht dabei einen schweren Schaden. Oh, das klingt geil. Eure gesamte Stärke wird in einen wilden Angriff konzentriert. Na, nee, ich finde das hier geiler. Irgendwie aufwerten auf Rang 1. Ja. Cool, also haben wir hier einen neuen Hieb. Aha, dazu brauchen wir also ein Ziel. Gut, dann gehen wir mal gleich weiter. Aber eigentlich wollte ich gerade nochmal eben... Stiefel haben wir hier. Und was ist das? Ein Schildhand. Naja, identifizieren wir mal die Stiefelchen hier. Kann ich die auch noch identifizieren? Ja, geht alles. Okay, anlegen nicht möglich. Anlegen nicht möglich, ja trollolol. Und ich könnte aber noch mal ganz kurz hier zu dem Verkäufer oder zu dem Händler gehen und mal verkäufen. Hallo. Ich verkaufe den ganzen Scheiß hier einfach mal. Verkaufen. Verkaufen. Das auch. Das auch. Den alten Dolch hier. Den kann ich eh nicht tragen. Und das Schwert konnte ich auch nicht tragen. Genauso wie die... Ne, die Rüstung. Moment. Naja, die auch nicht. Übrigens. Gut. Also weiter. Auf in die Kanalisation zu den sehr vertrauenserweckenden Todesratten. Wer mag sie dich? Todesratten. Ich finde es immer so schön, dass man immer hin und her geschickt wird in MMOs, aber keiner irgendwie selber mal was macht. Mach du das mal für mich, ich hab Angst, aber du machst das schon. Und ich sehe gerade, dass da oben irgendwie, irgendwie noch Post leuchtet. Können wir einfuhr in Arbeitsumgebung, bla, egal. So, also auf in die Kanalisation, in den Abwasserkanal. Hoffentlich haben wir viele Duftbäume dabei, die wir uns jetzt an die Ohren hängen können. So, da ist schon die erste Wehrratte, und zwar eine Lakai. Und wir machen mal unseren neuen Schlag. Yeah, geil. Das ist cool. Hat nur recht lange Cooldown, wie ich gerade so merke. Und ich sollte nicht in der Grütze stehen, das dottet.
und tut weh auf Dauer.